Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Vanessa Wenck, Immobilienmaklerin und Unternehmerin. Und heute habe ich einen absoluten Stargast. Es handelt sich nämlich um Bastian Bahrami. Ihr kennt ihn als Office-Flucht. Er schwirrt durch die Social-Media-Kanäle und ist tatsächlich auch schon bei unserem Immopreneur-Kongress als Sprecher gewesen. Und er zeigt wirklich, wie Arbeit auch mit Freiheit funktionieren kann. Und für mich ist dieses Interview definitiv schon jetzt eine absolute Bereicherung. Wir haben im Voraus schon miteinander gesprochen und mich catcht er total, mich spricht er total an und ich finde es auch vor allem in Zeiten von Corona absolut spannend, wie er sein Leben lebt und ich hoffe, dass auch du jetzt ganz viele tolle Insights mitnimmst und Inspirationen, wie du in Zukunft deinen Arbeitsalltag gestalten kannst. Also herzlich willkommen, lieber Bastian. Vielen, vielen lieben Dank, Vanessa. Das war echt ein richtig schönes Intro. Dankeschön dafür. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, Bastian, erzähl mal, wer bist du, was machst du und warum bist du in Thailand? Mein Name ist Bastian Bahrami. Ich betreibe die Website officeflucht.de und dort schreibe ich über allerlei Themen, die mit ortsunabhängigem Arbeiten, mit digitalen Nomadentum, mit jedweden Online-Business-Modellen zu tun haben. Also letzten Endes ist diese Website oder diese Community so ein bisschen der Spiegel meiner eigenen Reise. Ich bin selbst nur gelernter Hotelfachmann, habe zweimal Lehramt studiert, beide Male abgebrochen. Also hatte so auf dem Papier nicht sonderlich viel vorzuzeigen. Erst recht nichts, das mit irgendwie einem digitalen Background zu tun hätte. Weil man ja annimmt, wenn ich jetzt als digitaler Nomade ortsunabhängig arbeiten möchte, durch die Welt reisen möchte, dann muss ich ja irgendwas Digitales machen. Ne? Und dann denkt man immer direkt so an Coder und Entwickler und sonst was alles. Und als Hotelfachmann ist man dann halt nicht viel mehr als ein etwas besserer Kellner. Ne? Und das sollte mich halt trotzdem nicht abhalten. Und so habe ich dann halt so, ich sag mal, im Selbststudium mit zahlreichen Online-Kursen und Büchern und was man eben alles heute für großartige Ressourcen zur Verfügung hat, mich einfach selbst ein bisschen dahin gebildet, dass ich die Dinge machen konnte, die ich machen wollte und habe seitdem einfach nicht mehr so ganz zurückgeschaut. Und diese Erfahrungen, dass ich verschiedene Businessmodelle ausprobiere, diese dokumentiere, zeige, was funktioniert, was funktioniert nicht, meiner Audience eben so als Blueprints easy to follow darlege, das ist gewissermaßen das, was ich tue, was ich mit meiner Arbeit tue, was ich leidenschaftlich tue. Und glücklicherweise scheint das Ganze ganz gut zu funktionieren. Ja, und jetzt erzähl mal, also ich selber bin da ja auch so ein bisschen von betroffen, auch gerade jetzt in Corona, weil ich auch Airbnb und Booking.com Unterkünfte hier in Karlsruhe habe. Da bist du ja so Fachmann drin. Erzähl mal, wie machst du das? Ja. Und damit verdienst du ja auch von unterwegs aus Geld. Genau. Also der Punkt war, dass ich halt nach den ersten 3 Jahren meiner Selbstständigkeit, die ich dann eben schon weltweit unterwegs war, also ich habe früh angefangen mit E-Commerce und hatte dann halt relativ schnell schon genügend Verdienst, um Arbeiten und Reisen zu kombinieren. Also ich bin eigentlich direkt nach Beginn meiner Selbstständigkeit schon ratzfatz so on the road gewesen. Und über die Jahre hat man dann halt eher so ein Konzept von Multilokalität entwickelt, weil dadurch, dass man halt die ganze Zeit unterwegs ist und sich immer wieder an neue Orte gewöhnen muss, diese kennenlernen muss, das braucht natürlich Zeit und das wird auch mit der Zeit ein bisschen anstrengend und so merkt man halt, dass wenn man gerade ein Business aufbauen möchte, dass man da halt schon einiges an Produktivität einbüßt. Ne? Und dementsprechend macht es schon Sinn, also grundsätzlich anzufangen, langsamer zu reisen, nicht mehr eine Woche hier, 2 Wochen da, 5 Tage da, Sightseeing hier, sondern halt wirklich eher so auf Monatsbasis. Und so war es dann halt so, dass ich primär dann halt auf Monatsbasis in Airbnbs gewohnt habe. Ich habe glücklicherweise von Beginn meiner Selbstständigkeit an schon relativ gutes Geld verdient. Das heißt, ich habe eigentlich nie so diesen ganzen Hostel-Kram gemacht. Und trotzdem ist es so, dass die meisten Airbnbs halt sehr, sehr spartanisch eingerichtet sind. Die sind maximal zweckmäßig. Man hat irgendwie 4 Gabeln, 7 Löffel, 25 verschiedene Gläser und irgendwie fühlt sich nicht ganz wie zu Hause an. Und da bin ich dann einfach schon so ein bisschen zu Ästhetik versessen und dergleichen, dass ich halt schon wieder so meine eigene Homebase haben wollte, nach 3 Jahren nonstop in jeglichen Airbnbs. Und dadurch, dass man mit der Zeit eher so ein Konzept von Multilokalität lebt, dass man seine paar Lieblingsorte auf der Welt hat, an denen man sich wohlfühlt, wo man gerne hin zurückkehrt, wo man sich ein bisschen auskennt, auch ein paar Bekannte hat und dergleichen, war es dann halt so, dass ich gesagt habe, ich möchte zurück nach Thailand gehen.
Und hier lebe ich jetzt eben den Großteil der Zeit seit knapp 3 Jahren hier. Und hab dann halt gesagt, hier möchte ich meine eigene, meine erste eigene. Knapp drei Jahre. Also zunächst war es halt so ein bisschen on and off und jetzt seit kurzem eigentlich erst so richtig permanent. Aber der Punkt ist halt, dass ich zunächst halt sage, okay, ich möchte wieder eine Homebase haben, aber ich möchte mich trotzdem nicht an einen Ort binden, weil irgendwie so dieses Nomadische und diese Reisen wollen, das ist ja trotzdem noch irgendwie in mir drin. Und dann überlegt man sich halt, okay, wie kann ich das machen, wie behalte ich diese Wohnung und wie sorge ich dafür, dass sie keine Kosten generiert, während ich selbst nicht da bin. Und da ich dann halt die ganze Zeit in Airbnb war, dachte ich mir, okay, warum werde ich nicht selbst zum Gastgeber und schaue, wie ich diese eben entsprechend an den Mann oder die Frau bringe, während ich selbst nicht da bin. Und das Krasse ist halt, dass es zwar sehr, sehr viele Airbnb-Gastgeber gibt, die aber zum Großteil nicht sonderlich viel Ahnung von der Materie haben, weil sich gewisse Problematiken oder Herausforderungen für sie einfach nicht stellen. Denn wenn man selber vor Ort ist, dann denkt man ja, okay, dann mache ich eben auch alles irgendwie selbst. Ne? Dann mache ich die Schlüsselübergabe und hole die alle vom Flughafen ab und putze vielleicht noch selbst und all das. Und das konnte ich dann natürlich so nicht anbieten. Ja. Und dann habe ich halt so diesen Deep Dive gemacht in dieses ganze Thema Short-Term-Rental zum Allgemeinen. Und dann findest du halt relativ fix heraus, dass es ein ganzes Ökosystem an Tools und Services gibt, das dir halt erlaubt, das Ganze komplett zu automatisieren und zu managen. Und es ist egal, ob es da um Schlüsselübergabe, um Reinigung, um Messaging mit den Gästen, um automatische Preisanpassung oder sonst etwas geht, gibt nicht, wofür man selbst anwesend sein muss. Mhm. Und das habe ich dann halt für mich einfach so zu so einem universellen Vorgang gemacht und dann halt damit angefangen, zunächst multiple Objekte selbst aufzubauen und hinterher das dann eben auch zahlreichen Leuten beizubringen. Mega spannend. Was sind so deine Tools, die du persönlich nutzt für Airbnb? Also zum einen, eins meiner Lieblingstools ist SmartBnB. Das ist das Messaging-Tool. 90% der Fragen, die sind halt immer wieder die gleichen. Wie komme ich zur Unterkunft? Was ist Wi-Fi, Passwort? So Frühstücksempfehlungen oder dergleichen, ne, für irgendwelche Lokale in der Nähe. Und all diese Dinge, die kann man halt im Vorfeld mit Templates, also mit Textvorlagen festliefern. Das kann man zwar auch in Airbnb, aber man müsste diese trotzdem noch noch manuell anstoßen und verschicken. Man kann sie nur als Textbausteine abspeichern. Und ich kann jetzt halt bei SmartBnB beispielsweise, kann ich diese Vorlagen so strukturieren in einem zeitlichen Ablauf, dass diese nicht nur chronologisch halt verschickt werden, immer zu einem gewissen Zeitpunkt, sondern auch, dass sie zum Beispiel getriggert werden durch eine Nachricht eines Gastes. Wenn da zum Beispiel ein Schlagwort, wie beispielsweise Internet oder Login oder sowas drin ist, dann wird das halt detected von der Software und schickt automatisch die entsprechende Antwort mit beispielsweise den Internetzugangsdaten automatisiert zu. Und was es eben noch positiv beeinflusst, was viele Leute nicht wissen, ist, Airbnb ist genau wie Amazon und viele andere Plattformen natürlich ein Algorithmus basiert. Heißt, es gibt gewisse Dinge, die der Algorithmus mag und uns dann dahingehend begünstigt in den Suchergebnissen. Und Response Time, also einfach eine schnelle Interaktion mit den Gästen, ist definitiv eines der Hauptkriterien. Und dadurch, dass die Nachrichten dann halt immer in weniger als einer Minute nach einer Aktion des Gastes oder des potenziellen Gastes, auch wenn es so eine Buchungsanfrage ist oder eine Direktbuchung getätigt wird, dass dann die Bestätigung in unter einer Minute rausgeht und der Algorithmus natürlich sieht so, wow, der ist ja ratzfatz, der ist ja super schnell und das wird dann zum Beispiel auch begünstigt. Okay, also das ist so ein Tool und was machst du mit den Reinigungskräften? Das finde ich immer so ätzend. Ja. Also zum einen habe ich zwar hier lokale Reinigungskräfte, also das ist der Vorgang, dass die Wohnung jetzt einfach komplett von einem Roboter geputzt wird, da sind wir noch nicht. Aber es gibt eben verschiedene Softwares, wie beispielsweise Properly, wie Property, aber mit einem L. Und da kann man zum Beispiel für Leute, also man kann sich ja nicht darauf verlassen, dass immer die gleiche Person in dem entsprechenden Apartment oder Haus eben putzen kann, weil es ja auch nur ein Mensch, kann auch mal einen Notfall haben, kann mal ausfallen oder dergleichen. Und dementsprechend kann man da wie so eine Schnitzeljagd so eine Art Fotostrecke erstellen mit den verschiedenen Tasks auf jedem Foto. Also wenn ich jetzt hier ein Foto habe und da ist dann zum Beispiel, okay, Bettdecke soll so und so aussehen, da ist eine Pflanze noch, hier ist irgendwie Schokoladentee, ich stehe auf dem Kissen oder sonst was. Ich kann eine ganze Strecke an Fotos
hochladen als Reinigungsauftrag und auf jedem Foto kann ich verschiedene Tags platzieren. Und das kann in der App dann halt, man kann nur zum nächsten Bild kommen, wenn ich jede Aufgabe, die auf diesem Bild verlinkt ist, erledigt habe. Das heißt, dass so auch eine Person, die zuvor noch nie in diesem Objekt war, dass diese halt trotzdem meinen Erwartungen oder meinen Anforderungen entsprechend die Reinigung vollziehen kann. Ja, mega, mega cool. Ja, also das sind so die Tools, die du benutzt für Airbnb. Also es sind noch wesentlich mehr, aber ich glaube, da bräuchte man ein bisschen länger für. Okay. Dann machen wir es einfach so. Da kann man doch auch bei dir irgendein Produkt kaufen, oder? Es gibt auch so ein Webinar, glaube ich, bei dir. Genau. Also auf der, auf der Office-Luft-Seite gibt es auch ein Webinar, wo ich auch den Großteil der Tools vorstelle. Das ist ein kostenloses Webinar. Zum Ende raus wird natürlich etwas beworben. Das ist mein Kurs. Den habe ich basierend auf dem ersten Part komplett als Case Study aufgebaut. Und das ist ein sehr, sehr praxisnaher Kurs, weil ich habe einen Videographer angeheuert, der mit mir, den ganzen Prozess des Aufsetzens der ersten Airbnb halt dokumentiert hat. Und da sind haufenweise Screen Recordings drin, wie ich halt im Backend alles einstelle, wie ich diese ganzen Tools aufsetze, wie ich die Einnahmen zeige, wie wirklich alles funktioniert, von der Wohnungsrecherche bis zur Unterschrift des Mietvertrags, bis zur Auslastungsspitze, bis zum Superhausstatus und alles drum und dran. Okay, Wahnsinn. Dann würden wir das hier unten reinpacken. Ich schreibe es nochmal auf. Aber Office Flucht, also wen es interessiert, auf jeden Fall direkt da mal vorbeischauen. Mega cool. Also ich muss gestehen, hätte ich dich vorher kennengelernt, hätte ich mein Airbnb wahrscheinlich wesentlich erfolgreicher aufgebaut. Also guck da jetzt du unbedingt hin. Wie bist du betroffen von dem ganzen Thema? Natürlich ist man ein Stück weit betroffen. Wir müssen hier gerade eine kurze Pause machen, weil ich habe noch Handwerker hier, die sich verabschieden wollen. Das lassen wir auf jeden Fall drin und schneiden es nicht raus. Okay, die sind immer so höflich und so. Ich hatte denen halt vorher gesagt, ich habe jetzt für die nächste Stunde habe ich ein Telefonat, habe ich ein Interview. Deshalb verabschiede ich mich einfach jetzt schon mal von euch. Ja, und ja, okay, alles klar. Ne? Aber, und die sprechen halt auch. Und dementsprechend standen jetzt halt hier vor dem Fenster und haben dann trotzdem ganz erwartungsvoll sich dann halt noch verabschieden wollen und haben quasi jetzt die ganze Zeit reingeschaut, ich habe es aus dem Augenwinkel gesehen, versucht konzentriert zu bleiben. Aber die haben jetzt trotzdem nicht gegangen, wenn ich mich nochmal verabschiedet hätte. Ach Gott, ist ja süß. Nee, das unterbrechen wir gerne für so eine herzliche Verabschiedung. Aber wo waren wir stehen geblieben? Wie ist das Business beeinträchtigt? Ja, jetzt im Moment. Ja, natürlich ist das Business beeinträchtigt, das kann ich nicht leugnen und das ist auch wahrscheinlich in jedem anderen Business nicht anders im Moment. Allerdings ist es so, dass ich relativ schnell eben die Strategie einfach auf Long-Term umgestellt habe, weil natürlich an den verschiedenen Orten Leute eben auch nicht nach Hause geflogen sind und Leute auch nach wie vor in tollen Airbnbs sein wollen. Und mein Alleinstellungsmerkmal ist halt, dass diese Airbnbs eben alles andere als generisch sind. Das heißt, gerade wenn Leute länger bleiben wollen, sind meine Objekte halt genau das, was die Leute sich dann in der Regel wünschen, ne? Weil dann eben auch eine vollbestückte Küche da ist und nicht eben alles nur total rudimentär. Ne? Und dahingehend kannst du dann natürlich, also was ich gemacht habe, ist sehr, sehr schnell zum Beispiel die Titel und die Beschreibungen entsprechend abzuändern. Und teilweise eben auch die Bilder abzuändern, dass da halt so ein bisschen mehr Trust da ist, auch in Hinsicht auf Reinlichkeit und dergleichen. Also gibt es schon viele Möglichkeiten, relativ kurzfristig Änderungen vorzunehmen, um dann halt den langfristigen Markt anzupeilen. Und das hat für mich persönlich sehr, sehr gut funktioniert. Natürlich gehen die Preise dann ein gutes Stück runter, aber ich denke, gerade in dieser Phase geht es auch primär darum, nicht wie viele andere Leute einfach out of business zu gehen, weil sie A, zu langsam reagieren und B, natürlich nie das Ganze so professionell gemacht haben, dass sie überhaupt eine Daseinsberechtigung gehabt hätten in the first place, also meiner Meinung nach. Und deshalb, ich betrachte das Ganze gerade für diese... Wo sind die überall verteilt? Ja, ich habe zum einen ein paar Joint Ventures, aber meine eigenen Objekte sind alle in Thailand, bis auf ein sehr, sehr großes Projekt auf Bali. Cool. Und das ist halt auch so, ne? Bali hat halt auch die Grenzen zugemacht. Thailand hat auch komplett die Grenzen jetzt zugemacht. Aber es sind halt aktuell noch über 300.000 Ausländer hier in Thailand.
Und das ist halt so mein Glücksfall Aber gewesen ich bin in der auch bewusst Hinsicht. in Thailand geblieben, oder? Ja, natürlich. Natürlich. Also zum Großteil. Es gibt sehr, sehr viele Airbnbs, nicht nur in Thailand natürlich, aber so im Allgemeinen, die jetzt, also Gastgeber, die jetzt quasi aus dem Markt gespült werden. Und ich betrachte das Ganze eigentlich als sehr positive Entwicklung, weil es einfach zuletzt, wahrscheinlich auch nicht nur, zuletzt nicht nur durch meine Arbeit, gerade im deutschsprachigen Bereich, ich habe das Thema ja auch ein bisschen so auf die Map gebracht, gab es sehr, sehr viele Trittbrettfahrer, ne, die einfach das Ganze nicht sonderlich gewissenhaft gemacht haben und eher so dem schnellen Geld hinterher waren. Und ich finde, das ist einfach den Markt total reinigt und wieder Platz macht für die Leute, die es eben gewissenhaft und professionell machen. Ja. Und gleichzeitig ist es meiner Meinung nach jetzt gerade, wo eben auch irgendwie ein Ende absehbar ist, in Hinsicht auf Reiserestriktionen etc., ein großartiger Zeitpunkt, um gerade langfristig super gute Mietkonditionen rauszuschlagen, nee, nicht auszuschlagen, Ja, auszuhandeln. Asan. Auszuhandeln. Auszuhandeln. Weil man, wenn man jetzt zum Beispiel für 2 oder 3 Jahre einen Mietvertrag zu Sonderkonditionen unterzeichnet, für mich ist es komplett unabdingbar, dass der Tourismus halt selbstverständlich wieder Fahrt aufnehmen wird, weil Leute natürlich auch einen Tapetenwechsel haben wollen, sobald das Ganze wieder möglich ist. Ne? Und dementsprechend denke ich, wenn man sich jetzt entsprechend dafür aufstellt, dass man da am meisten von profitieren kann. Ich habe jetzt in den letzten 2 Monaten selber 3 neue Objekte akquiriert, die ich im Moment ja, am Einrichten bin. Eins davon allerdings nicht für Airbnb, sondern es soll so ein Coworking, Co-Living-Konzept, weil ich gewissermaßen halt so eine Art Community-Haus haben wollte für andere Leute, die ortsunabhängig arbeiten und dann sich so halt so ein bisschen die Schwarmintelligenz verschiedener Leute, die online arbeiten, so ins eigene Haus holt. Und dadurch, dass die meisten Leute dann eben nur auf Monatsbasis in diesem Haus wohnen würden, das immer so ein bisschen rotiert und man immer wieder neue, spannende Leute mit drin hat. Und ja, also da konnte ich auf jeden Fall ein paar ziemlich gute Deals schließen, ja. Nach Thailand kommt man aktuell nicht, ne? Weil ich will Urlaub machen, das erste Nee. Mal seit Ewigkeit Nee. gerade. Beides Nee, möchte ich jetzt gerade gerade. noch nicht. Ich glaube, generell alles von Europa aus ins außereuropäische Ausland geht im Moment noch nicht. Und Thailand ist eben auch ziemlich abgeriegelt, weil Thailand hat auch weltweit mit am besten auf diese ganze Situation reagiert in Hinsicht auf die Anzahl an Fällen. Ich glaube, es gab hier 56 Leute, die daran gestorben sind. 56 und es gab seit über einem Monat keinen einzigen lokalen Fall. Es gab Fälle durch Leute, die als wie sagt man, Repatriation Flight Residency, als die da reingeflogen sind, die dann halt irgendwie aus England oder sowas was mitgebracht haben, sag ich mal. Aber hier vor Ort halt gar nicht. Ja. Mega, mega cool. Und dieses Co-Living, worüber bucht man das eigentlich? Da hätte ich jetzt mal richtig Lust drauf. Nee, Co-Working, Co-Living für eine gewisse Zeit, ne? Also Ja. ich bin schon gerade irgendwie, ne, kann hier nicht weg, aber so mal für Ja. eine gewisse Zeit, wie lange ist das, wie stellt man sich das vor? Also das packe ich gar nicht auf irgendeine Plattform. Und zwar werde ich das halt primär einfach über meine Social-Media-Kanäle promoten, weil ich meine, es folgen mir eben auch eine ganze Handvoll Leute, die sich eben für ortsunabhängiges Arbeiten interessieren. Das heißt, wenn ich da dann halt jederzeit sage, hey, wir haben jetzt gerade wieder ein Zimmer frei und wenn du Bock hast, dann schreib mir einfach eine Message bei Instagram und dann sendet man mir einfach den Wunschzeitraum und dann sehe ich, ob was frei ist oder nicht. Aber dann, ich möchte das nicht auf eine Plattform packen, weil ich eben auch selbst zwischenzeitlich dort wohne und ich möchte keine Leute da drin haben, die einfach nicht reinpassen, ne? Weil man hat eben bei Airbnb und solchen Plattformen natürlich und zu Recht das Antidiskriminierungsgesetz greift dort eben. Ne? Deshalb, wenn ich aber selber dort wohne, dann möchte ich nicht jemanden da drin haben, wo ich das Gefühl habe, da passt die Chemie oder die Wellenlänge einfach überhaupt gar nicht. Das heißt, wenn sich jetzt für den gleichen Zeitraum ein paar Leute gleichzeitig interessieren, dann macht man halt wirklich ganz klassisch so eine Art kleines Interview, wie bei einer WG eben auch. Das macht man ja auch. Ne? Ja, klar. Da lässt man ja auch nicht einfach jeden rein. Deshalb, gewissermaßen ist es ähnliches Prinzip. Wie lange wohnen die dann in der Regel bei dir?
Das ist unterschiedlich. Also ich habe jetzt ich habe es ja gerade erst aufgemacht, beziehungsweise es sind noch nicht alle Zimmer fertig. Ich bin jetzt gerade noch dabei, aber einer ist schon eingezogen. Das ist ein Videographer, der jetzt ziemlich geile Sachen macht. Der ist gerade auf Krabi, also die Inselgruppe um Krabi herum, weil er dafür fürs Tourism Board halt dafür sorgen soll, dass der Tourismus auch wiederkommt. Der macht da ziemlich krasse Aufnahmen und so. Und der ist direkt für ein ganzes Jahr eingezogen. Und das ist natürlich geil, wenn man halt einen Videographer an der Hand hat, der super geile Sachen macht, der mir dann eben auch als Support für meinen Content zur Verfügung steht. Ne? Deshalb ist auch immer so ein bisschen eine Hand wäscht die andere und man schaut immer so, was so synergienmäßig und eben auch vom Background her einfach gut zusammenpasst, ja. Mega, mega cool. Was glaubst du? Ich meine, ich bin ja in der Immobilienbranche relativ umtriebig. Also ich bin selber Immobilienmaklerin, habe ein Unternehmen auch mit eigenen Maklern, bilde Immobilienmakler aus und investiere auch selber in Objekte, wie du gerade gemerkt hast. Was glaubst du, können denn Immobilienmakler von dir lernen? Oh shit, die Frage habe ich nicht kommen sehen. Ich habe sie mir auch gerade erst überlegt. Zum einen vielleicht Hemd und Schlips weglassen. Ja. nee, Quatsch. Das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, ich habe halt überhaupt gar keinen Immobilien-Background. Ich würde das jetzt nicht komplett an Immobilienmakler richten, sondern allgemein an Leute, die immer ihre Arbeit nach einem Schema F verrichten. Ich weiß, dass es natürlich in Deutschland zu gewissen Dingen und gerade auch im Immobiliensektor auch vieles an Richtlinien gibt. Aber es gibt einfach nichts, was man sich nicht selbst irgendwie beibringen kann und dass man vielleicht einfach mal ein bisschen unkonform um die Ecke denkt. Und besten Deals habe ich halt wirklich rausgeschlagen, indem ich halt überhaupt nicht pushy war und da auf meinen eigenen Vorteil getrimmt war, sondern halt den Leuten auch echt gesagt habe, dass ich überhaupt nicht traurig drum bin, wenn sie mit dem Deal jetzt nicht zufrieden sind oder sowas. Oder habe ihnen teilweise, wenn sie umziehen wollten, habe ich ihnen dann halt wirklich dabei geholfen, halt eine neue Unterkunft zu finden oder sowas. Habe da wirklich Zeit investiert. Also einfach so, dass man so diese zwischenmenschliche Komponente einfach, egal in welchem Business, viel mehr in den Vordergrund bringt. Ich kann leider jetzt vom Immobilienmakler per se nicht so viel sagen, weil ich einfach das Ganze komplett frei, ohne jeglichen Background mache und sich das bisher auch nie zu einem Problem gemausert hat. Okay. Glaubst du, dass Immobilienmakler jetzt auch in diesem Wandel, der gerade stattfindet, auch von zu Hause aus mehr machen sollten und machen können? Wir haben jetzt zum Beispiel gesagt, okay, wir machen jetzt Besichtigungen von zu Hause aus. Die Leute können vielleicht auch, ich sag mal, die Interessenten von zu Hause vom Sofa aus mit uns Besichtigungen machen. Sowas zum Beispiel. Oder dass wir uns erstmal über Zoom treffen und sagen dann, ja, wir gehen erstmal gemeinsam über eine Bildschirmfreigabe durch die Immobilie, durch einen 360-Grad-Rundgang, erklären erstmal alles, um einfach Zeit, Ressourcen, Geld zu sparen, aber auch auf allen Seiten. Glaubst du, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um da in eine effizientere, nachhaltigere Arbeit zu wandeln? 100%, weil es geht ja definitiv auch um die zeitlichen Ressourcen der Makler. Ne? Ich denke, dass gerade heutzutage, wo das Geld irgendwie immer knapper zu scheinen sei, die Immobilien aber auch, dass unglaublich viele Leute da die Zeit der Makler eben auch verschwenden mit ein bisschen geheucheltem Interesse, einfach um einen größtmöglichen Überblick über den Markt zu bekommen, um dann vielleicht am Ende aber trotzdem rein gar nichts zu kaufen. Ne? Ja. Und deshalb, wenn man da schafft, einfach großartig die Prozesse zu automatisieren in der Hinsicht, dass man dann eben, wie du schon sagst, mit 360 Grad Rundgängen und im Zweifelsfall vielleicht auch so weit geht, dass man genauso wie es einen automatischen Selbst-Check-In bei Airbnbs gibt, dass man da, und ich weiß nicht, ob es das gibt, aber ich finde die Idee eigentlich ganz cool, dass man sagt, dass, weil es eben dann vielleicht auch Sicherheitskameras in diesen Objekten temporär installiert gibt, während sie noch nicht gemietet oder gekauft sind, dass die Leute, genauso wie jeder irgendwie Netflix und sonst das alles on demand schauen möchte, dass sie, wenn es bei ihnen passt, sie können gewissermaßen online einen Zeitraum buchen, ja, genauso wie so eine Calendly-Extension, wo ich jetzt, wenn ich mit dir irgendwie einen Termin ausmachen will, kann ich einfach in deinem Calendly schauen, okay, wo ist denn was frei
und dann suche ich mir selber den Termin aus. Und dass man dann so ein, gewissermaßen so ein Selbst-Check-in hat, um selbst durch die Wohnung zu gehen. Und wenn ich möchte, könnte ich dann aber halt trotzdem nochmal einen Termin wirklich mit einem Menschen vor Ort dazu buchen. Aber sonst ist es halt immer so dieses Termin-Ping-Pong, ne? Wo die Leute halt wirklich ihre Arbeit verschwenden und dann halt so viel Wegzeit auch, nicht viel anders, als wenn man ins Büro fährt, was sich ja auch jetzt in der Krise gezeigt hat, was auch oft relativ überflüssig ist. Ne? Weil ich meine, so große Unternehmen, wenn die jetzt hoffentlich realisiert haben, dass sie so unglaublich viel Geld sparen können, weil sie nicht große Corporate-Gebäude beheizen und belichten müssen und der Konsum an Kaffee und Tankkarten und Firmenwagen und sonst was alles, wie viel Geld da flöten geht dafür, dass ja eigentlich sowieso keiner da sein will. Ja. Ja, ja. Und ich denke, dass es bei Maklern dann nicht viel anders ist. Ja. Mega. Was sind so deine Tipps für ein glückliches Leben in Freiheit? Was sind da so deine Themen? Das ist eine große Box, du. Das ist eine sehr, sehr große Box. Ich denke, dass sehr, sehr viele Leute immer anfangen mit Mangeldenken. Die denken immer, sie schauen zum Beispiel bei Instagram oder sonst wo, sie sehen ein gewisses Leben. Oh, das möchte ich auch haben. Ja? Aber sie sehen halt immer das, was sie nicht haben. Das heißt, es kreiert gewissermaßen ein Mangeldenken. Natürlich muss man auf irgendetwas absehen, wo man hin möchte. Aber das heißt nicht, dass man alles verteufeln muss, wo man gerade ist. Ich denke, eins der größten Probleme ist, dass wir uns halt nie erlauben, dort zu stehen, wo wir sind. Ja? Und dass wir halt immer die Bühnenperformance von anderen mit unserem eigenen Backstage-Chaos vergleichen. Ne, weil wir sehen nicht nach außen hin von den Leuten, was da gezeigt wird, durch wie viel Scheiße die halt gegangen sind und wie viel Arbeit und Zeit es gebraucht hat, uns Emotionen und wieder aufstehen, dahin zu kommen. Von eben, was ich gesagt hatte, ne? Also an dem Tag, als mein Instagram gehackt wurde und gelöscht worden ist, dass ich gerade die Frage gestellt habe, darf man auf Instagram sein Auto zeigen und so seinen Lifestyle in der Realität zeigen? Das Witzige war noch, dass ganz viele gesagt haben, nein, sie vertragen es nicht. Die Frage war wirklich, verträgt Instagram und vertragen vielleicht auch die Männer, wenn ich jetzt mein Auto zeige auf Instagram? Und dann war wirklich ganz oft gestimmt, nein, vertragen wir nicht und nein, zeige es nicht. Krass, oder? Ja. Und wirklich 2-3 Stunden später ist mein Profil gelöscht worden, ey. Weißt du, was ich denke? Also zum einen ist es auf jeden Fall krass, aber was ich denke, ist, dass es echt abgefahren ist, dass sowas überhaupt eine Frage sein muss, die man sich dann stellen muss. Ich habe gedacht, da geht jetzt kommt raus. Ja klar, kannst du das zeigen. Und dann kamen ganz viele, nein, und dann ist mein Profil weg gewesen. Da dachte ich, boah, krass, wie krass ist das? Ja. Wie krass? Ich denke, dass, also was ich zumindest für mich selbst in den letzten Jahren gelernt habe, ist, dass die Reise zur Zufriedenheit halt wirklich, auch wenn es so abgedroschen klingt, so im Inneren beginnt. Ne? Weil äußere Umstände halt sich so schnell ändern können. Ne? Ich kann so schnell irgendwie durch so eine Krise, die komplett unverschuldet ist, weil ich vielleicht sage, hey, ich bin so gut im Business, ich habe es geschafft, zum Beispiel mein Airbnb-Business, also ich rede jetzt rein hypothetisch, dass ich jetzt irgendwie in einem Jahr 10 Objekte, weil ich so Gas gegeben habe, 10 Objekte habe. Wenn dann aber alle Touristen wegbleiben und es nicht vermietet bekomme, dann werde ich dafür quasi gestraft, weil ich dann Miete für 10 Objekte statt vielleicht für 2 zahlen muss, wie jemand, der ein bisschen langsamer unterwegs war. Ne? Und dementsprechend, das, was in uns drin ist, das behalten wir, das nehmen wir immer mit. Ne? Und dementsprechend ist mir persönlich einfach so Inner Work und dass ich irgendwie ein bisschen verstehe, wie menschliche Psyche funktioniert, weil wir denken immer, dass wir unsere Gedanken sind. Sind wir aber nicht. Ne? Weil sonst wären wir schizophren. Weil wir hören ja immer diesen Dialog in uns drin. Ja. Wer wir sind, ist der Observer, derjenige, der zuschaut, der zuhört, wie die zwei sich streiten. Und dann sind wir selbst in der Lage, was wir davon adaptieren wollen und was nicht. Weil das meiste von dem, was die zwei sagen, ist nicht in unserem Interesse. Ja.
Mega, mega spannend. Was glaubst du, ich hatte vorhin schon mal ganz kurz gefragt, was bedeutet für dich auch das Thema Leben in Freiheit? Und was glaubst du, können andere Menschen auch von deinem Mindset da lernen? Leben in Freiheit bedeutet für mich primär Autonomie, jederzeit neu entscheiden zu können, jederzeit frei von der Meinung anderer zu sein. Wir sind nie 100% frei von der Meinung anderer, ne? Wahrscheinlich nicht, sonst muss ich wahrscheinlich irgendwo in einem Kloster leben, ohne jegliche Hast du Verbindung schon zur mal gemacht? Außenwelt, Sag ne? mal gleich mal im Kloster. Hast du gemacht? In 8 Tage lang im Kloster in Bangkok. Schweigekloster. Schweige zu. Habe ich auch gemacht. Ja, Ja. aber nicht in Bangkok. Ja. Und das ist echt wie so ein Reset-Button, ne? Aber ich denke, um deine Frage zu beantworten, und ich knüpfe da nochmal an etwas, was ich vorher gesagt habe, dieses Mangeldenken von, ich möchte das, aber da bin ich noch nicht und ich erlaube mir nicht selbst dort zu stehen, wo ich gerade bin. Das Problem ist, dass wir immer danach suchen, herauszufinden, was wir wollen. Ne? Finde deine Passion und mach sie, finde deine Leidenschaft und mach sie zum Beruf. Hau eine Delle ins Universum, bla 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 bla. Ne? Statt dass die Leute realisieren, dass es meiner Meinung nach alles ziemlich heiße Luft ist, weil es geht nicht darum, herauszufinden, was du willst. Das ist ein Prozess, das ist ein Weg. Es Ja. geht vielmehr darum, herauszufinden, was du nicht mehr willst, weil das ist viel, viel einfacher auszumachen. Ne? Und wenn du dir selbst ganz klar sagen kannst, okay, das ist das, was ich nicht mehr möchte, weil wenn du jetzt in einem Büro sitzt und da deinen Job machst, und ich möchte nicht immer, weil ich jetzt eine Website habe, die Office-Flucht heißt, immer gegen ein Büro hetzen, ich baue ja jetzt auch einen Coworking-Space auf, ne? Darum geht es nicht. Es geht einfach darum, es gibt so viele Leute, die wirklich einfach diesen Kollektiv-Pessimismus leben und es fängt schon von morgens in der U-Bahn einfach an. Und wenn ich dann halt im Büro sitze, wo das Best-Case-Szenario ist, dass ich eines Tages den Job meines Chefs habe, was trotzdem unwahrscheinlich ist, aber das ist so das Best-Case-Szenario, der sitzt aber auch dann halt in fucking Gelsenkirchen irgendwo den Flur runter in einem größeren Eckbüro. Wenn ich dann aber jetzt schon weiß, das Leben, das ist das Beste, was dabei rauskommen kann, aber da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Warum sitze ich denn dann hier? Warum sitze ich dann hier? Worauf zieht das ab? Ne? Und ich denke, dass das Worst-Case-Szenario hingegen, wenn ich nichts verändere, also für mich persönlich das Worst-Case-Szenario ist Status Quo. Wenn ich nicht zufrieden bin, Worst-Case-Szenario ist, dass ich nichts verändere und alles bleibt, wie es ist. Worst-Case-Szenario ist nicht, ich lasse das jetzt, probiere was auf eigene Faust, lerne was dabei, habe einfach mal eine neue Perspektive, fall vielleicht mega krass auf die Schnauze, habe vielleicht hinterher Schulden meinetwegen, sonst was. Aber das ist für mich nicht ein so schlimmes Szenario, wie wenn ich jetzt einfach die ganze Zeit weitermache und nie irgendetwas verändere, ne, und es nie herausfinde. Weil das, was wir im Status Quo leben, dazu können wir halt immer wieder zurück. Ne? Und es braucht manchmal halt echt nur so diesen einen Funken, dieses eine Buch oder das eine Interview, einen Podcast, den man gehört hat. Das ist dann man kommt da einmal an diesen Scheideweg, wo eine einzige Sache plötzlich komplett alles für einen umdrehen kann. Ne? Für mich zum Beispiel war das, also viele Leute haben das Buch Die 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss gelesen, aber für mich war es halt, es waren zwei Dinge in diesem Buch. Es war zum einen das Zitat, ich will kein Millionär sein, ich will nur wie einer leben. Denn das, was Millionäre haben, ist eben Autonomie, ist freie Zeitgestaltung. Die meisten von denen, die wollen gar nicht groß auf die Kacke hauen. Mal abgesehen davon, dass 1 Million jetzt auch nicht mega viel Geld ist. Wenn ich jetzt irgendwie ein schönes Haus kaufe, dann ist vielleicht noch ein Auto drin und ein paar Urlaube und da ist 1 Million futsch. Aber die Leute denken halt immer, dass sie dann irgendwie so den Millionärs-Lifestyle mit einer Yacht und Helikopter und sonst alles hätten, weil sie einfach keine Vorstellung davon haben, wie wenig Geld in Anführungszeichen das eigentlich ist. Ne? Die Leute wollen nicht Millionär werden, weil sie denken, okay, die Zahl Nullen brauche ich jetzt auf dem Konto. Die wollen Millionär werden und wollen viele andere Dinge wegen des Gefühls, wegen wie sie sich vorstellen, wie es sich anfühlt, Millionär zu sein. Es geht am Ende des Tages immer um Emotionen. Und je mehr man das dann halt lebt, und ich habe auch über 1 Million Euro schon verdient in meiner Selbstständigkeit, aber der Punkt ist, wenn man selbst herausfindet, was es ist,
was sich gut anfühlt. Und das ist für mich einfach eine gewisse Alltagsgestaltung, die für mich einfach eine Routine geworden ist. Jetzt hört man vielleicht im Hintergrund hier den Eismann klingeln. Alles gut. Dann ist es einfach etwas, von dem ich verstehe, dass es mir auf einer täglichen Basis viel, viel mehr bringt, als wenn ich das sage, ich glaube, ich sah die dicke Karre stehen. Ja. Ja, mega cool. Spannend. Gibt es von dir irgendetwas, wo man da auch noch ein bisschen mehr von deinem Mindset und von deinem Lifestyle abbekommen kann? Erzähl mal, wo findet man dich denn überall? Ich denke, am besten ist eigentlich, mir einfach bei Instagram zu folgen, weil ich jetzt dadurch, dass ich eben so dieses Prinzip freier Lebensgestaltung und ich möchte, also ich liebe dieses Konzept, if it's not a hell yes, it's a no. Wenn ich auf irgendetwas richtig Bock habe, dann mache ich es nicht. Es gibt viele Dinge, auch businessmäßig, zu denen man sagen kann, so, ja, kann man ruhig machen, könnte man machen, ist ein bisschen Geld drin. Mache ich aber halt nicht mehr. Ich möchte, dass ich halt wirklich Bock auf was habe. Und deshalb habe ich jetzt zum Beispiel, ich habe oft darüber nachgedacht, irgendwie einen YouTube-Channel zu machen, aber ich bin nicht so gern vor der Kamera. Ich habe oft darüber nachgedacht, irgendwie einen Podcast zu machen. Ich finde, du machst es großartig. Du bringst so viel Sympathie und Herzlichkeit rüber. Das ist echt schön. Dankeschön. Das ist aber auch viel, viel einfacher, wenn man den entsprechenden Sparingspartner hat, der das dann ein bisschen aus einem herauskitzelt, als wenn ich jetzt allein im Raum hier vor der Kamera sitze, vor so einer schwarzen Röhre und das dann irgendwie das so, wenn die Grenzen wieder auf sind, dann mache ich mal bei dir der Urlaub in diesem Coworking-Space und dann bringe ich das bei, wie das geht. Cool, dann setzt du dich einfach immer neben die Kameralinse, dann kriegen wir das hin. Genau. Richtig cool. Also Instagram. Ja. Ich denke, Instagram ist am besten, weil ich da einfach, und ich merke das auch einfach in Hinsicht darauf, dass ich habe sonst immer sehr, sehr viel Blog-Contents produziert und irgendwie ist die Aufmerksamkeitsspanne der Leute, die hat sich verändert in den letzten 5 Jahren. Vor 5 Jahren war es das Ding, einen Blog zu haben, ne? Auch ein, was geschrieben ist und dann eben bei Google entsprechend rankst. Ja, jetzt ist es so, da schreiben ja manchmal Leute irgendwie, wenn man einen Artikel bei Facebook zeigt, den man selber geschrieben hat, dann schrieb jemand rein irgendwie, ich habe gerade nicht diese 7 Minuten Lesezeit, kannst du mal ein bisschen hier reinschreiben, worum es im Artikel geht? Und ich denke so, ey, ich habe da eine Woche dran gesessen und du hast nicht die 7 Minuten. Also die Aufmerksamkeitsspanne, die ist einfach so anders geworden. Deshalb Video ist halt so das schnelle Ding. Das heißt, aber gerade auch so bei YouTube. Ne? Hast du denn was, Jan? Wie viele Blogartikel hast du? Boah, kann ich dir gar nicht sagen. Aber sie sind gut, man kann auch reinschauen. Also ungefähr so eher so 30 oder noch mehr? Ja, nee, so dreistellig ist es schon. Dreistellig ist es? Ey, das ist doch großartig, dann machen wir da Videos zu. Okay? Ja, das können wir auch machen. Also ich komme zu dir und wir rocken das einmal runter. Und zwar richtig geil, mit Emotionen, mit Herzlichkeit, so wie du bist. Das machen wir. Cool. Richtig das machen geil. Wir, das machen wir. Perfekt. Ja. Ja, das also heißt, das würde ich sagen. Instagram ist, glaube ich, am simpelsten. Machen wir, genau, Instagram, Office Flucht, einmal die Internetseite, weil da gibt es ja auch ein kostenloses Webinar, was man auf den Leuten ins Herz legen kann. Auch mega cool. Und also ich glaube, Instagram ist da wirklich eine coole Plattform. Ich hoffe auch, dass es bei dir nie gelöscht wird, so wie bei mir, weil dann ist irgendwie, das fühlt sich an, als wäre ein Stückchen von deinem Leben kurz mal weggekommen, überwanden gekommen. Ja. Vor allen Dingen, das gerade wenn du das Thema hast, noch ein Grund mehr, dass wir jetzt zusammen Videos machen. Sehr cool, sehr schön. Also lieber Bastian, du bist wirklich eine Bereicherung für uns hier, vor allen Dingen die eher so im Office noch immer sind und noch nicht geflüchtet sind. Und ich zeige dir aber trotzdem, wenn du mal in Deutschland bist, unser Büro. Wir sind nämlich mit 1200 Quadratmetern in so einer ehemaligen Lagerfläche und da haben wir dann Wände reingezogen, Strom reingemacht, Internet reingemacht und das ist jetzt auch, das sind richtig coole, tolle Mieter und wir haben halt quasi alles und die haben dann einzelne Bereiche dann und wir teilen uns aber Gemeinschaftsflächen und so. So ein bisschen Google-mäßig, sage ich mal. Wir haben auch ein Fitnessstudio und wir haben Besprechungsbereiche und wir haben
Ja, einfach ganz normal Arbeitsplätze, Aufenthalt, Meetings und so. Also da kommst du auf jeden Fall mal vorbei. Auf jeden Fall. Und da wohnen sogar auch Leute. Du hast ja auch ein Händchen für Einrichtung. Ja, genau. Muss man ja dann haben. Also dann verbleiben wir so. Du besuchst mich mal, ich besuche dich mal und dann gucken wir, dass wir der Community da draußen noch ein bisschen und ein paar Stückchen von uns abgeben. Das machen wir. Also, lieber Basti, vielen Dank. Vielen Dank. Lieber Basti, noch was wissen willst, guck jetzt hier unten in die Videobeschreibung und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Basti, herzlichen Dank und euch da draußen einen schönen Tag, liebe Grüße und tschüss.